Sonst vielleicht auch in der Kanalisation. Da könnte man auch recht viel drin sein. Vor allem mit den ganzen Raddampf bei, die droppen es wie gesagt recht oft. Oh. Das war eine Rolle zu viel. Das war eine Rolle zu spät. Sei lieb. Au. Oh boah, oh boah, oh boah. Lässt du mich heilen? Bist du so nett? Nee, wa? Hallo? Ach, was soll das sein? Oh. Au. Oh. Das läuft gerade unglaublich gut. Ja, wunderbar. Merke, aus der immer noch nicht rückwärts rausrollen. Ah! Ach ja, stimmt, ja. Also rein theoretisch kommst du zurück. Wenn du den Weg zurück gehst, kannst du dich von den Donnerdämonen wieder zurückfliegen lassen nach Zen's Fortress. Das ginge. Das ist jetzt aber auch nicht schön, weil du dann einfach wieder den ganzen Weg zurücklaufen musst. Nach Ornstein Maul kannst du dich ja teleportieren. Das hat ja doch auch einen ganz großen Vorteil. Ja. Aber ich würde sagen, versuch's einfach nochmal ein bisschen. Die beiden sind echt schaffbar. Es dauert nur einfach seine Zeit, bis du einfach das Attack-Pattern von beiden drauf und drin hast. Und dann ist echt die Devise Muse. Lass dir Zeit dabei. Lass dir viel, viel Zeit dabei. Alle Zeit, die du brauchst. Greif nur an, wenn du dir sicher bist, dass beide dich gerade nicht hauen. Oder nicht hauen können. Dann kannst du nämlich sicher schlagen und sie können dir gerade nichts. Und wenn du das Stück für Stück machst, dann hast du schneller als du denkst den ersten von den beiden tot. Wie gesagt, wenn einer von den beiden dann groß ist, ist das echt relativ easy, sag ich mal. Ich finde es immer einfacher, den Ornstein groß zu haben, sprich Smaug zu töten, weil der große Ornstein, der kann einem gar nichts, wenn man ihm unter seinen Füßen bleibt, außer den einen AOE-Angriff, den Popo-Platscher. Aber wenn man dem ausweicht und sonst nur zwischen seinen Füßen bleibt, kann einem nichts passieren, echt nicht. Und da hat er wirklich nur einen Angriff, wo er dann noch ein bisschen bei nach vorne geht. Aber ansonsten bewegt er sich echt wenig weg. Na komm schon. Sei lieb. X. 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 Autsch. Schlechte Idee, schlechte Idee. Ah, verdammt! Die Kombination ist fies. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über deine Gesellschaft. Das macht's, diese peinliche Sterben wieder und wieder doch nochmal einen ganzen Tacken erträglicher. Oh boah. Und ich muss da vorneweg nur das Maul aufreißen. Ja, ich kenne das Attack-Pattern von Artorias und ich kriege den ganz schnell hin. Nee. Aber mal so gar nicht. Hm. Jetzt ist so die Frage, warum? Hm. Au. Was man natürlich noch versuchen könnte, wäre sich den Darkwood Grain Ring eben zu holen. Das mache ich auch, wenn ich jetzt beim nächsten Fight wieder scheitern sollte. Oder den Ring of Steel Protection. Das wären zwei Optionen, die ich noch hätte, weil den Ring of Favor and Protection will ich nicht abgeben. Der bringt mir gerade zu viel mit Leben und Stamina, weil ich da einfach viele Punkte reingesteckt habe. Und das bringt ja eben prozentual mehr. Oh, Animes und Mangas, da bist du bei mir wirklich an einer guten Adresse angelangt. Ich habe vieles, vieles, vieles gesehen, aber leider noch sehr wenig gelesen an Mangas. Vieles gesehen an Anime, wenig gelesen an Mangas. Ich denke mal, du willst auch dann wissen, was ich so geguckt habe. Ja, Favorite momentan ist seit Kindestagen immer noch Fullmetal Alchemist, Brotherhood. Der hat's mir echt angetan und den schaue ich gerade mit meiner Schwester. Meine Schwester gar nichts mit Animes am Hut und da füße gerade mal ein bisschen in die Materie ein. Was feiere ich sonst noch? Steins Gate. Steins Gate war super. Attack on Titan war auch ganz nett. Code Geass ist super. Ja. One Piece habe ich leider viel zu viele Folgen verpasst, da muss ich echt mal wieder aufholen.
Da fehlen mir noch ungefähr 400 Folgen, bis ich da wieder auf dem Stand bin. Und, oh boah, was war das denn? Da bin ich nicht dran vorbeigekommen. Schade. Ja, Death Parade habe ich neulich gesehen, der hat mir sehr gefallen. Nanatsu no Taizai, den habe ich sogar gelesen, The Seven Deadly Sins, den fand ich sehr geil. Noch irgendwas, was mich umgehauen hätte? Ja, Soul Eater kann man immer mal wieder gucken, der war ganz schön. Black Lagoon. Sehr empfehlenswert. An Samurai Champloo bin ich gerade dran. Den, ja, der steht auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste und ich habe noch nie reingeguckt. Noch etwas, was etwas jüngeres, Parasite. Den kann man auch sehr gut gucken. Ja, war auch ganz entspannt. Ja, und natürlich auch diverse, viel zu viele School Romance. Hast du nicht gesehen? Comedy-Streifen, die man jetzt hier, glaube ich, nicht aufführen muss, namentlich. Ja, mal gut zu gucken, aber alles Ramsch so gesehen. Kann man nicht anders sagen. Sehr viel Ramsch. Aber ansonsten wüsste ich gerade nichts, was ich noch gesehen hätte, was mir sehr gut gefallen hätte. Ja, aber war ja auch schon eine ganze Liste. Ach ja, Madoka. Madoka darf nie fehlen in so einer Liste, alleine weil es so daneben ist. Ich habe manchmal das Gefühl, mein B-Knopf funktioniert nicht mehr richtig. Das wäre natürlich fatal, vor allen Dingen in so einem Kampf, wenn der B-Knopf auf einmal nicht mehr funktioniert. Ich habe dich getroffen. Pieks! Pieks. Au. Oha, das war. Ich dachte für einen kurzen Moment, ich hätte ihn gestaggert, das war aber nicht so, überhaupt nicht. Hey, da bin ich durchgerollt. Oh. Lass mich leben. Lass mich leben. Sei lieb. Boah, ich habe ihm noch keinen Schaden gemacht. Das ist echt nicht normal. Ich bin der Attacke ausgewichen. Au, das war bad. Das war richtig schön bad. Ich glaube, ich muss echt darauf warten, dass er anfängt zu buffen und dann hoffen, dass ich da irgendwas an Blutungsschaden rauskriege. Wenn es denn geht. Oh, es hängt. Es hing, es hing, es hing. Sei lieb! Ja, gut, oder so. Ja, Gott, No game, no life. No game, no life, no game, no life. War No game, no life das mit Sora und Shiro, wo sie in dieser anderen Welt gefangen waren? Oder war es noch was anderes? Und sie dann so, das Volk der Menschen, sag ich mal, wieder hochspielen mussten, meine ich. Es. Ich jetzt bei No Game No Life als erstes im Kopf, das kann, da kann ich mich jetzt aber auch irren, aber den fand ich schon mal auch ganz cool, so von der Art, von der Idee. Oder was noch was anderes? Ja, wenn das der war, dann hat mir der auch ganz gut gefallen. Ich mochte das Mädel, was er da, ich sag jetzt mal, als Sklaven immer mit hatte. Die Prinzessin war es doch, meine ich. Die fand ich ganz cool. Jawohl. So, jetzt aber mal bitte ein bisschen weiterkommen. Das fände ich auch ganz geil. Aufzug wieder hoch. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit mit anderen Strategien, weil da fällt mir auch wenig ein. Also wie gesagt, ich kann versuchen, den zu parieren. Das werde ich jetzt auch mal testen einfach. Weil mehr als schlimmstenfalls klappt es nicht. Das ist das Schlimmste, was dabei passieren kann.
Dann sollte ich mir, wenn das aber klappt, sollte ich mir den Hornandring holen. Das war zu spät, das heißt jetzt nicht, dass es nicht klappt. Autsch. Gut, ich brauche definitiv den Darkwood Drain Ring. Ich brauche echt die zusätzliche Distanz beim Wegkommen. Das ist sonst einfach nur scheiße. Aber das dürfte auch rein theoretisch kein Problem sein. Praktisch schon, weil ich habe den... Doch, ich habe Crest of Atorius, wunderbar. Ich habe dann noch garantiert auch schon den... Habe ich den Hornandring? Ich habe sogar den Hornandring, ja. Dann machen wir nochmal kurz da das Spielchen an der Parish. Ja, bitte. Weil Red Tearstone Ring schön und gut, aber der bringt mir gerade echt gar nichts. Und den Ring of Steel Protection werde ich mir auch noch eben abholen. Versuche ich zumindest mal eben ganz flott. Weil wenn das mit dem schnellen Dodgen oder weiten Dodgen nicht klappt, dann nehme ich, glaube ich, echt lieber den Steel Protection Ring. Vorausgesetzt, der bringt nicht prozentual was. Aber wenn er einfach nur den Rüstungswert erhöht, prozentual, dann bringt mir das gar nichts. Weil der ist bei mir gerade echt ein klein wenig niedrig. Sei lieb. Da liegt der Wolfring. Muss ich auch mal holen können. Brauche ich aber, glaube ich, nicht. Jetzt fällt mir gerade erstmal was auf. Die vier Ringe. Der Wolfring, der Hawkring, der Hornetring. Und den einen Ring, den es garantiert noch gibt, den ich gerade vergessen habe. Es tut mir gerade ziemlich leid. Komm, eben mal die Viecher resetten. Die müssten rein theoretisch alle an repräsentativen Orten liegen. Jetzt ist nur die Frage. Also den Hornetring kriege ich hin, weil der liegt hinter Artorias Grab und der ist von der... von seiner, ich sag jetzt mal, seiner Freundin. Der, wie auch immer sie heißt, mit den... mit der Porzellanrüstung. Das ist so an sich... Das ist sinnig, dass der da liegt. Und dann haben wir den Hawkring natürlich bei Goff. Quatsch, nee, nicht bei Goff. Der liegt in Anandondo. Bei dem anderen Riesen. Warum auch immer er da liegt, aber vielleicht hat er den gerade für Goff geschmiedet. Das könnte ja gut sein. Dann haben wir den Wolfring und der liegt nämlich hier oben. Oh boah. Ja, hallo, geh weg. Komm nur kurz durch. Tu nix. Lass mich in Ruhe. Bin gleich wieder weg. Ich will nur mit eurer Anführerin sprechen. Hallöchen. Ja, renn nur mal im Kreis. Mach's so gut. Ja, bitte. Jawohl. Ja, das mit den ganzen Mangas, die man immer noch... ja, bei mir türmen sich die Animes, die Mangas ebenso. Was mir gerade wieder einfällt, weil ich mir eine ganze Weile dann gelesen habe, waren diverse Horror-Animes in Richtung... ja, was war's dann? Das einzige, was ich Namen, die ich gerade noch habe, ist Pupa. Und, boah, wie hieß der noch mit den ganzen Spiralen? Egal, die ganzen Anime nur über Spiralen, aber weiß ich echt nicht mehr, wie er heißt. So, versuchen wir. Kriege ich es hin zu treten? Schaffe ich das? Kann ich treten? Bin ich so gut? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal ja. Ein Tritt, das war okay. Noch ein Tritt? Ja, einen noch, komm. Jawohl. So, Seven Quit. Wunderbar. Und gib ihm. Humanity. Und der Darkwood Grain Ring. Das ist doch alles, was ich hier wollte. Oh, 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 oh. Lass mich durch. Bin ich so dreist und versuche jetzt hier Seelen zu farmen? Ja. Au. Da kommt ihr lieben Leute. Ich stelle mich hier ganz hilflos hin. Seid ihr immer noch so dumm? Nein, es funktioniert nicht mehr. Doch, einen habe ich gekriegt, aber hört's auch auf.
Na, und für die 3000 Seelen.